Die kann man sogar in einem mobilen Studio halten. Die sind pflegeleicht. Also wir sind schon fast drin im Osterwochenende. Und wenn Sie noch keine Eier gefärbt haben, dann ist es jetzt aber wirklich höchste Zeit. Ein kleiner Tipp für alle, die in etwas höheren Lagen leben. Färben Sie Ihre Eier heuer einfach schneeweiß. Dann findet man sie garantiert nicht so leicht. Wir sprechen gleich über sämtliche Osterbräuche hier in Österreich. Für Christen ist Ostern das höchste Fest ihres Glaubens, denn das Leben, Sterben und die Wiederauferstehung Jesu Christi werden als Beweis gesehen, dass am Ende das Leben über den Tod siegt. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich rund um Ostern neben den religiösen Feiern zahlreiche Bräuche gebildet, die meist mit dem Frühlingsbeginn, der Wiederauferstehung der Natur zu tun haben. Der bekannteste Brauch ist wohl das Verschenken bunt bemalter Eier. Das Ei gilt als Fruchtbarkeitssymbol, war früher sogar Zahlungsmittel. Und nach der langen Fastenzeit, in der auch kein Ei gegessen werden darf, gibt es einen Überschuss an Eiern. Seit dem 17. Jahrhundert ist der Osterhase der offizielle Überbringer der Ostereier. Auch er gilt als Fruchtbarkeitssymbol und wird oft von Kaninchen vertreten. Die Angewohnheit der sonst scheuen Tiere, sich im Frühling zur Paarungszeit auch in Menschennähe zu begeben, dürfte sie in den Verdacht gebracht haben, dass sie statt der Hennen die Eier liefern. Auch die Osterkerze und das Osterfeuer gehören zum Osterfest. Beides Symbole des Lichts. Und noch eine Tradition darf zu Ostern, zumindest in Österreich, nicht fehlen. Verstärkte Verkehrskontrollen im ganzen Land. Die weniger schönen Seiten von Ostern. Ich freue mich jetzt, von Vorarlberg den Bischof Dr. Benno Elbs begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Freue mich. Ich freue mich, dass Sie vor allem in dieser sehr intensiven Zeit gefunden haben für uns. Schauen wir uns kurz die Traditionen an in diesen Tagen. Also heute ganz klar der Gründonnerstag, dann geht es weiter mit der Fleischweihe, am Samstag das Osterfeuer, die Eiersuche, am Sonntag ganz klar auch der Karfreitag. Welche dieser Traditionen begehen Sie selbst? Für mich ist es wichtig, diese Gottesdienste alle mitzufeiern und persönlich feiere ich alle diese Gottesdienste im Dom und sie haben alle eine spezielle Bedeutung. Natürlich der Gründonnerstag heute, da geht es um das Mahl, da geht es auch um die Fußwaschung, so dass wir ausdrücken, dass wir da sind für andere, die Solidarität, Menschen auch die Würde zu geben. Der Karfreitag drückt ein wenig aus, dass Menschen im Leid, in den schwierigen Phasen ihres Lebens, dass Gott da ist, dass sie begleitet sind, dass man nicht in diesen Karfreitagen stecken bleibt. Ostern ist natürlich das große Fest der Auferstehung, der Freude, die Botschaft, dass Menschen nicht in ihren Gräbern der Angst, der Einsamkeit stecken bleiben müssen, sondern dass letztendlich die Liebe stärker ist als der Tod und die Liebe stärker ist als alles Zerstörerische. Und deshalb ist natürlich Ostern ein Fest, das viele Menschen sehr berührt und ein Fest der großen Freude für uns als Christinnen und Christen. Das wollte ich Sie gleich fragen. Warum sind Sie der Meinung, dass Ostern heutzutage noch begangen werden sollte, dass man sich vielleicht auch über die Bedeutung der einzelnen Tage etwas genauer informiert? Ja, ich glaube, dass es so ist, dass natürlich viele Menschen in schwierigen Situationen heute auch leben. Ausgrenzung, es gibt Armut, es gibt Einsamkeit und da ist es, glaube ich, schon entscheidend, dass wir Feste feiern, wo wir diese Solidarität, dieses Miteinander zum Ausdruck bringen. Und Ostern heißt einfach auch aufstehen für das Leben, aufstehen für die Freude. Und mir wird das immer deutlich, weil ich in diesen Tagen auch einen Gottesdienst im Gefängnis habe oder Hospizbesuche der Menschen in Sozialzentren, wie wichtig es ist, hier Brücken der Begegnung, Brücken der Freundschaft zu bauen. Und das sind alles dann kleine Feste der Auferstehung, wenn jemand wieder neue Freude im Leben hat und neu mit Mut weitergehen kann. Und deshalb ist Ostern natürlich ein Fest, auf das man in diesem Sinn nicht verzichten kann, wenn man das so sagen möchte, im Sinne der Lebensqualität der Menschen. An welche Begegnungen erinnern Sie sich da besonders, wenn ich zum Beispiel an so Besuche im Gefängnis denke? Ja, für mich ist es schon so, dass gerade im Gefängnis, wo man das am wenigsten vermutet, ist es so, dass Menschen dann schon bei einem Gottesdienst Tränen in den Augen haben, weil sie da besonders dieses Getrenntsein von der Familie spüren, wo sie vielleicht auch die Schuld spüren, wo sie den Wunsch haben, wieder neu anfangen zu dürfen. Und das ist ja auch etwas, was an Ostern ganz ein wichtiger Punkt ist, dieser Neuanfang. Das heißt, auch wenn im Leben etwas schiefgegangen ist, man kann sich wieder neu auf den Weg machen und neu mutig
mutig und mit Freude den Weg gehen. Und solche Erlebnisse sind natürlich dann ganz berührend für mich persönlich auch. Sehr schöne Gedanken. Wie schaut es denn mit den Bräuchen selbst aus? Welche sind für Sie unverzichtbar und bei welchen denken Sie, darauf könnte ich gern verzichten? Ja, die Bräuche sind natürlich regional ganz verschieden. Zum Beispiel, was man in Vorarlberg nicht so kennt, aber in Ostösterreich mehr, ist die Fleischweihe zum Beispiel. Das ist bei uns jetzt nicht so. Aber es gibt so Bräuche wie das Osterfeuer, das ganz wichtig ist, das ausdrückt, dass Christus das Licht ist, dass Gott Licht sein möchte auf den Wegen unseres Lebens. Es gibt auch den Brauch des Heiligen Grabes. Das ist auch ein Brauch, wo schöne verzierte heilige Gräber sind, wo eigentlich zum Ausdruck gebracht wird, dass der Tod das Zerstörerische, das Angstmachende verliert und dass der Tod gewandelt wird in Leben. Das sind ganz wichtige Bräuche. Dann gibt es natürlich auch die Ostereier, die sind auch sehr wichtig, die Osterhasen. Und verzichten könnten Sie worauf? Oh, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, am meisten könnte ich auf die Osterhasen verzichten, okay, als Hasen, aber nicht als Schokolade, weil das mag ich gerne. Das verstehe ich, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich will Sie gar nicht länger aufhalten. Ich weiß, um 19 Uhr müssen Sie im Dom sein, in Feldkirch. Genau, dort ist die Heilige Messe heute zum Abendmahl. Ja. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und bedanke mich recht herzlich für den Besuch. Vielen herzlichen Dank und gesegnete Ostern. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Danke.